Herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker für die Nintendo Switch. Die Reise unseres kleinen Toads geht weiter, immer noch auf der Suche nach der wahren Liebe. Und dabei snacken wir natürlich jeden Schatz, den wir finden können, ein. Nachdem wir im letzten Part eine kleine Pause nach einem anstrengenden Bosskampf gebraucht haben, geht es nun von dem Strandabenteuer weiter anscheinend. Okay, Sommerferien im Aquarium. Oh, das klingt ja richtig gut und ich glaube, da kommt auch wieder diese coole Wassergrafik vor, ja. Das sieht so richtig, vor allen Dingen das da oben, das finde ich halt, das sieht so mega gemütlich aus. Hier aus der Perspektive, das muss man sich halt einfach mal geben. Dieses grüne Gras gemischt mit diesem wunderbaren Blau des Wassers. Oh, da würde man doch echt am liebsten eintauchen. Wobei, Captain Toad würde das höchstwahrscheinlich nicht gerne, denn der gute Captain Toad kann ja leider, wie wir wissen, nicht schwimmen. Weshalb wir uns nun irgendwie anderweitig einen Weg nicht nur hier raus, sondern auch an die Schätze, die hier ebenfalls untergegangen sind in diesem Wasser, suchen müssen. So, natürlich sollten wir dabei auch ein bisschen auf die Cheep Cheeps aufpassen. Perfekt, da hätten wir auch instant den ersten Schatz gefunden. So, die gelbe Röhre schickt mich nur einmal im Kreis. Das brauche ich jetzt gerade eigentlich wirklich nicht. Wir müssen zu einer grünen Röhre, um da unten hinzukommen. Ich sehe nur komischerweise keine grüne Röhre. Ich denke, die kommt irgendwann zum Vorschein, wenn wir hier einen dieser Schalter auf den Kisten unter Wasser betätigt haben. Und mit der blauen kommen wir nach oben. Ich spam nur mal ganz kurz hier unten so ein bisschen lang. Genau, weil ich mir schon dachte, dass hier unten vielleicht noch irgendwo ein paar Münzen versteckt sind. Und wer weiß, was denn so unsere Bonusaufgabe für dieses Level ist. Ich jedenfalls nicht. Und naja, wenn wir die Möglichkeit haben, dann möchte ich sie doch gerne gleichzeitig abschließen. So, hier mal ein paar kleine Pusteblumen. Und da haben wir ein paar wild gewordene Eulen. Kann ich euch töten? Nein, also auch ihr bleibt leider weiterhin bestehen. Und macht mir natürlich meine Reise nicht wirklich einfacher. Das ist sehr interessant. Und da fällt einfach mal die Brücke ins Bodenlose. Okay. Das ist auch sehr interessant. Das bedeutet, wir sind so schwer, dass diese Sachen dann runtersinken. Hm. Interessant. Definitiv. Und jetzt? Jetzt bin ich ja so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich komme nicht weiter. Hä? Geht die nicht wieder hoch? Ich kann nicht schwimmen, ich komme da nicht rüber. Das müssen die Entwickler auch irgendwie bedacht haben. Hm. Ich habe jetzt hier eine Treppe, aber die bringt mir halt nichts. Also nicht ohne, dass da noch irgendwas runterfällt, weil ich komme da nicht hoch. Ganz eindeutig. Ah, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich sehe gerade, wir haben hier noch eine rote Röhre. Da war ich mal wieder blind. Interessant. Ja, auch langsam aber sicher setzt bei mir die Zockerkrankheit ein. Beziehungsweise ja nicht die Zockerkrankheit direkt, sondern eher das, je älter man wird, desto schlechter wird man in Videospielen. Und ich merke schon, mehr oder weniger, das kriege ich auch langsam. Ich würde mir doch sehr, sehr wünschen, dass es dass es noch ein bisschen länger dauert, bis das dann einsetzt bei mir. Aber ich glaube irgendwie, dass es wirklich der Fall ist. Mittlerweile. Dass das auch bei mir einsetzt. So, wie komme ich jetzt nach da drüben? Ich glaube, wenn ich einfach von der roten Röhre aus... Ja, macht ihr mal ruhig, ihr Eulen. Ich hasse euch. Hier in der Palme könnte man wahrscheinlich auch wieder gut irgendwas verstecken. Aber wenn ich hier runterspringe, dürfte ich doch auf der Kiste landen. Perfekt. Und das dürfte die grüne Röhre freigeben, mit welcher wir runter zum Stern gelangen. Ein bisschen Geld gibt es hier noch extra. Und ich wüsste jetzt wirklich nicht, was die Bonusaufgabe sein kann. Also ich bin echt gespannt jetzt gleich. Geheimen Goldpilz eingesammelt. Also davon habe ich nun wirklich nichts gesehen in dem Level. Doch bevor wir damit weitermachen, würde ich sagen, machen wir noch kurz eine Münzenfahne. Diesmal nehme ich die Doppelkirsche. Damit wir da auch mal beides gesehen haben. Du gibst mir einen Pilz, genau. 10 Münzen schon mal Vorsprung für das extra Leben. Und wie sieht das mit der Doppelkirsche aus? Oh, das ist ja mega cool. Ah, okay. Wir haben hier so eine Stage, bei der ich halt jetzt hier mit 3 Captain Toads so ein bisschen das Geld abwerfen kann. Mit den... Ja, aber hier ist es auch unmöglich, alles einzusammeln.
Ist auch leider kein neuer Münzenrekord. Also wir mussten mit diesen immer wieder neu spawnenden Zwiebeln halt auf das Geld schießen. Ja, geheimer Goldpilz, wo bist du? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann mir eine Sache vorstellen, wo er sein könnte. Und deswegen werde ich auch direkt dieser Sache nachgehen. Also er ist definitiv nicht an der Stelle, wo ich die Brücke runtergelassen habe, indem ich drauf gestanden bin. Also das ist es schon mal nicht. Vielleicht ist er hier. Das kann auch gut sein. Ja, er ist wahrscheinlich hier. Höchstwahrscheinlich ist er hier. Bei diesen Vögelchen. Unnötig. Na komm. Einmal hier bitte. Einmal hier. Da wieder drin sein. Nicht? Okay. Dann habe ich hier wenigstens nichts übersehen. Ja, die andere These, die ich noch habe, ist unter diesem Block. Das habe ich ja nicht wirklich gesehen. Da ist nix. Goldpilz? Du bist aber schon einprogrammiert, oder? Hier ist ja auch nichts, wenn ich direkt von der Seite komme. Nee. Hä? Wo ist denn der Goldpilz? Wahrscheinlich seht ihr ihn eh schon alle. Nur ich bin wieder blind. Aber ich sehe ihn halt gerade wirklich nicht. Das hier haben wir alles rausgezogen. Ich bin doch nicht blöd. Ja, haben wir. Könnte natürlich hier liegen. Diesen Stein. Nee. Hä, wo ist dieser? Sekunde, lass mich mal die Kamera drehen. Nach unten. Okay, eine Sache, die wir natürlich nicht untersucht haben. Einfach weil ich dachte, da ist eh nichts. Ist diese Goldröhre. Ja, und außer Geld ist hier auch nichts. Da war ich ja auch drin. In diesem Cheep-Cheep-Schwarm. Da war nur Geld. Das ist ein extra Cash. Also jetzt bin ich wirklich ratlos. Respekt, Nintendo, Respekt. Der ist gut versteckt. Das Level ist halt echt klein. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo der sein soll. Ich habe jetzt auch nichts übersehen. Auch die Teile haben wir rausgezogen. Da war ja auch nichts. Es gab ja auch nicht mal einen normalen Pilz. Und dann hatten wir das hier, was runtergesunken ist. Damit aber auch nichts freigibt. Ich kann die Gegner nicht töten. Kann ich Cheep-Cheeps töten? Vielleicht die hier. Aber das ist auch Wahnsinn. Wenn die das von einem verlangen. Das funktioniert nicht. Und wenn ich hier ein bisschen wie wahnsinnig rumdrück, taucht irgendwas auf? Hier vibriert mein Controller. Oh nein, ich seh's. Och, Nintendo! Wie unnötig! Mann! Was soll der Scheiß? Mann, Nintendo! Wir haben jetzt gar nicht aufgefallen. Du musst aber auch so genau da in der Nähe stehen. Oh. Ja. Na, so viel dazu. Hätte man im ersten Versuch finden können, hätte man natürlich gewusst, dass da ein Goldpilz existiert. Also eins steht fest, ich lese mir ab jetzt immer die Bonusaufgabe durch. Ja, ne, alle guten Dinge sind drei. Auf geht's auf Pixel-Toad-Suche. Und damit wären 10 Minuten des Parts verschwendet. Läuft. Läuft. Gut gemacht, Ultra. Können wir das nochmal neu aufnehmen? Nein. Weil ich möchte euch natürlich meine Blind-Reaktionen zeigen. Mittlerweile sind sie ja zum Glück auch blind, meine Reaktionen. Weil die ersten 7 Level kannte ich ja. Dennoch nenne ich das Let's Play blind, weil, ja. Warum nicht, ne? Es wäre ein bisschen blöd, wenn ich es bei den ersten Parts nicht blind nenne und erst bei den späteren dann umänder im Blind. Und erneut bin ich wieder blind, denn ich sehe den Pixel-Toad nicht. Und das ist äußerst interessant. Er klebt nicht an einer Palme. Gut, das hatten wir auch schon im letzten Level. Aus dem letzten Part.
Dann vermute ich unter einer Kiste. Ja. Oder auf einer Kiste drauf. Yeah! Sieht auch idyllisch aus, der Hintergrund hier beim Pixeltoad. So, sind wir fertig mit den Sommerferien? Dann will ich jetzt aber wieder ein bisschen Action und das gibt's tatsächlich in den Rübenballerei in der Wildnis. Tatsächlich bin ich aber nicht, oder ich würde mich gerade nicht freuen, wenn die Sommerferien schon vorbei wären. Deswegen bin froh, dass meine Sommerferien noch weitergehen, aber für Captain Toad ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Der hat genug gechillt am Strand. Kann ich euch töten, Piranha-Pflanzen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall nicht auf die Art und Weise, in der ich es gerade probiere. Denn ich glaube, wir sollten es eher hier in dieser Kanone probieren. So ein bisschen Super Mario 64-like. Und damit können wir definitiv alle Gegner auf dem Feld hier töten. Und dann haben wir immerhin schon mal keine weitere Gefahr hier. So, auch dich noch. Kriege ich auch tot. Perfekt. Und dich. So, alle Gegner gekillt. Und dann sollte ich vielleicht auch noch das tun, was ich eigentlich mit der Kanone machen soll. Nämlich das Ziel freiräumen. Sehr schön. So, konnte ich nebenbei erwähnt nicht mit Bewegungssteuerung bewegen, die Kanone, falls es euch interessiert. Also, hätte man einbauen können. Ich bin zwar jetzt nicht der allergrößte Fan von Bewegungssteuerung, aber hierfür hätte es sich doch definitiv angeboten. Finde ich jetzt. Fürs Zielen. Selbst in Zelda war im Ziel, war die Bewegungssteuerung, was Zielen angeht, relativ nice. Und mal ganz von Splatoon natürlich abgesehen. In Splatoon war das auch relativ gut umgesetzt mit dem Bewegungssteuerung schießen. Oder ist relativ gut umgesetzt. Also ihr könnt mir Splatoon nicht vorstellen ohne Bewegungssteuerung. Weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich kann es nicht. So, eine lila Röhre, die mal wieder die Welt auf den Kopf stellt. Okay. Warum kann ich hier Rüben rausziehen? Bringt mir das irgendwas? Nicht wirklich. Also ich kann sie halt wegwerfen danach, die Rüben. Aber den Monty-Maulwurf, der hier aufgetaucht wäre, der gibt mir ja so oder so den Gem, wenn ich ihn rausziehe. Also ich muss ihn nicht nochmal extra abwerfen. Merkwürdig. Habe ich mir die Bonusaufgabe gerade ernsthaft wieder nicht durchgelesen? Anscheinend. Wie komme ich da hoch? Ah, okay, ich verstehe schon. Jetzt hat es einen Geistesklick gegeben. So muss ich das auch alles mit den Rüben einsammeln. Perfektes Zielen. Gar nicht mal so einfach ohne Steuerkreuz oder ohne Zielkreuz. Ja, und mit ZL kann ich die Kanone mittig ausrichten. Ja gut, wer es braucht. Und dann werden wir hier auch schon durch. Sehr, sehr schön. Ja, kleines entspanntes Level. Vielleicht sogar noch ein bisschen entspannter als das davor, als die Sommerferien. Nur ein Rübenschuss. Okay, ich habe mir schon sowas gedacht wie töte keinen einzigen Gegner oder so. Oder töte alle Gegner. Hätte beides sein können. Und in dem Fall ist es. Töte keinen einzigen Gegner, denn wir dürfen diesen einen Rübenschuss, den wir haben, nur da oben beim Ziel verwenden. Jetzt natürlich die Sache, ich muss treffen. Okay. Perfekt. Jetzt bloß nicht den falschen Knopf drücken. Ja, ist ein bisschen Geduld jetzt hier. Nicht schwierig. Ärgerlich, dass wir erneut die Bonusaufgabe verkackt haben, aber ich will ja sowieso eigentlich das Level einmal ausgiebig spielen. Deswegen, ja. Ist okay. Yeah! Und den Pixeltoad natürlich. Natürlichement. Alles klar, wo wäre ich, wenn ich ein Pixeltoad wäre? Ich könnte mir irgendwie... Ja, in dem Level gibt es nicht wirklich viele Verstecke für den Pixeltoad. Wobei... Ich glaube, ich erinnere mich wieder. Was heißt wieder? Ich habe halt ein Let's Play zu dem Spiel gesehen. Weil es mich natürlich auch interessiert hat. Aber selbst spielen hatte ich nicht die Lust. Und ja, ich lag richtig. Er war unter dieser Piranha. Gut, damit ging die Suche zum Glück ein bisschen schneller. Auch ein fieses Versteck. Wusste ich leider. Also da wurden gerade so ein paar Erinnerungen in meinem Gedächtnis wieder wachgerüttelt. Ja, kann man nichts machen.
Gib nicht auf, Captain Toad. Aber nein, 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 das tun wir definitiv nicht. Wir scheinen anscheinend beim Finale angelangt zu sein von seinem Abenteuer, denn so viele Seiten hat sein Buch gar nicht mehr. Und die wuchernde Wildwesthütten. So lautet der Name der nächsten Stage. Cool, Wildwest. Oh. Oh, Kaktus. Oh, Steppe. Sandwüste. Und Shy Guy Towers. Nice. Also, grafisch spricht mich das hier auf jeden Fall schon mal an. Wie sieht's gameplay-technisch aus? Wir haben anscheinend wieder so ein Schleichlevel à la Legend of Zelda. Bin gar nicht da, Kleiner. Bin gar nicht da. Der blaue Shy Guy. Ja, 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 ist okay, ich hab euch alle lieb. Stirb! Immerhin habe ich ihn getroffen. Hätte ich mir nicht zugetraut. Diesmal nicht, okay. Ich würde euch eigentlich gerne töten, weil das könnte die Bonusaufgabe sein. Ich bin zwar jetzt klein, und das ist definitiv nicht perfekt, und es könnte vielleicht einen Tod geben, aber für die Bonusaufgabe tue ich das definitiv. Wo drehst du dich hin? Ach, warum drehst du dich so schnell, Junge? Das sind die einzigen Shy Guys, ne? Ja, das sind die einzigen Shy Guys. Oh, da unten im Weinkeller steht der blaue Helfer Toad. Ah, ich muss, glaube ich, mein Taschenlampenlicht aus... Ja, ja, nein! Wie mache ich das denn aus? Das nicht, das war nicht der richtige Knopf. Das auch nicht, das auch nicht. Ich dachte, ja, mit Y, ja. Denn... Gott, Shy Guy. Ohne dieses Licht sieht er mich natürlich nicht wirklich. Ich könnte mir natürlich auch damit aushelfen. Scheiß drauf, dann helfe ich mir damit aus, komm. Ach Mann. Komm her. Wenn du ein Duell willst. 12 Uhr Mittag. High Noon, sag ich dir. Und da bin ich in den Keller des Shy Guy Saloons gefallen. Der hat nämlich nie meine Eingangstür. Gut, dass wir trotzdem einen Weg reingefunden haben. Da ist sogar ein Geheimgang. Ah, und da geht es hierhin. Und da finden wir ein One-Up. Yay, das freut mich. Zum Glück hat es mich kein One-Up gekostet, hier hinzukommen. Und diese Plakate hier, die können wir abreißen und kriegen dafür eine Münze. Es lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Aber, ja. Ne? Ich wollte es euch dennoch einmal präsentiert haben. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ich möchte natürlich wieder an den Gem ran. Ich merke schon, die Level werden komplizierter. Die Level werden definitiv jetzt komplizierter. Was habe ich jetzt gemacht alles? Ah, okay. Jetzt komme ich gar nicht mehr da unten in den Weinkeller. Jetzt komme ich hier lang. Gut, dass ich zuerst unten lang bin. Auch wenn es dafür nichts gegeben hat. Auch wenn es dafür nichts gegeben hat. Perfekt, ein Pilz gibt es hier auch wieder. Sehr schön. Die Pilze sind immer so ein bisschen... Wenn die Entwickler wissen, dass das Level schwierig ist, gibt's einen Pilz. Sonst nicht. Ja, komm. Komm raus. Ich möchte dich töten. Du kannst da gerne weggehen von der Leiter, weil da kann ich dich, glaube ich, nicht töten. Doch, kann ich. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich muss alle Shy Guys töten. Ich bin mir nicht sicher und es wäre ein bisschen... Gehe ich denn jetzt lang? Oh, nächster geheimer Keller. Nice. Wäre ein bisschen fies. Aber ich könnte es den Entwicklern, wie gesagt, zutrauen. Ja, und jetzt eigentlich nur noch hochklettern, ne? Wobei, da ist halt auch noch ein Schalter. Guck mal nach, was der da... Okay, da sind noch ein paar Bonusmünzen. Kann natürlich auch eine Münzenaufgabe sein, wir wissen es nicht. Deswegen besser alles mitnehmen. Ah, und jetzt kann ich auch zum Ziel. Aber es sind auch zwei neue Shy Guys aufgetaucht. Die ich natürlich töten möchte. Kommt her, meine Lieben, kommt her. Sehr schön, perfekt. Und was haben wir hier? Zwei Rüben, um die Shy Guys zu töten. Ja gut, das habe ich schon auf andere Art und Weise gelöst. Gut, dann war das doch, wenn ich jetzt nicht aus Versehen da drüben den Gem nicht geholt hätte. Zum Glück ist es mir noch aufgefallen, bevor ich ins Ziel gehe. Das war gut getimed. war es doch ein relativ nices Level, würde ich gestehen. Gar nicht einfach. Mit den Shy Guys, also da kann man leicht mal getroffen werden. Gute Rätsel, würde ich jetzt auch behaupten.
Also es war definitiv jetzt kein 0815 Standard-Level wie Level 1, wo es nur einen Schalter gab. Hier gab es genug Schalter und genug Wege, die man gehen konnte. Ich mochte es. Und natürlich grafisch mal was Neues. Sehr schön. Und dann geht's natürlich noch auf Pixel-Toad-Suche. Ich hab One-Up-Pilz eingesammelt. Ah, ja, ja, haben wir getan. Das war der blaue Toad da unten. Also ist er doch wichtig. Okay, zwei neue Level direkt. Freigeschalten damit. Aber natürlich geht der Pixel-Toad vor. Und dann könnte es im nächsten Part tatsächlich schon vorbei sein. Also das Abenteuer von Captain Toad. Ja, vielleicht sollte ich, ja, da nicht einfach so mir nichts, dir nichts hochstürmen. Ah, guck mal an, wen ich da auch schon gefunden habe, ohne dass ich da mich überhaupt bewegen hätte müssen. Den Pixel Toad. Hinter dem Poster. Sehr schön. Gut. Geht sich noch ein Level aus? Ich würde sagen, ja. Wir haben den Pixel Toad so schnell jetzt gefunden. Da geht sich der Sprint über die Bröckelstraße definitiv noch aus. Und oh Gott, das sieht sehr schlimm aus, dieses Level. Ja. Das wird, glaube ich, kein einfaches Level. Und was könnte hier die Bonusaufgabe sein? Definitiv nicht alle Punktkäfer. Ich würde mit einem Münzenziel rechnen. Ja, die Donutblöcke. Man kennt sie aus Super Mario World. Sie kehren zurück im 3D-Stil. Wenn wir sie berühren, fallen sie in die Tiefe. Man kennt sie natürlich auch aus Super Mario Maker. Gemischt mit Turbo-Plattformen, mit denen wir schneller rennen. Und sobald wir schneller rennen, können wir auch nie mehr stoppen. Also sobald wir einmal so eine Turbo-Plattform betreten haben, wie die da hinten, dieses orange-rote Feld, dann sprinten wir so lange, bis der Sprint aufhört. Und wir können nicht stehen bleiben währenddessen. Außerdem ist es natürlich noch relativ fies mit Captain Toad, dieses Level, denn der Gute kann ja nicht springen. Das kann natürlich sein, dass sie auch verlangen, das wäre jetzt äußerst merkwürdig, ich könnte es aber den Entwicklern, wie gesagt, zutrauen, dass sie verlangen, dass wir jede Plattform einmal runterfallen lassen. Das wäre natürlich auch eine ganz spezielle Mission. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das auch sein kann. Ganz ruhig, Captain Toad. Ich bin gerade nicht so wirklich ein Freund davon, was hier passiert ist. Ja, und dann gibt es ja auch nur einen Pilz, der mir nichts bringt. Wie komme ich auf die blaue Plattform? Gar nicht? Ah, da drüben sind wahrscheinlich Radieschen drin, die ich dann werfen muss. Okay. Aber jetzt heißt es natürlich erstmal da hinkommen, ohne zu sterben. Da habe ich das perfekte Timing unter den Punktkäfern abgewartet, um mich hier hinzuretten. Perfekt. So, wie sieht's aus? Hier ist ein Pilz. Ein One-Up. Okay. One-Up. Und ich glaube, ein Radieschen dürfte reichen. Ich habe ein bisschen Angst. Wir müssen das jetzt wirklich gut angehen, weil ansonsten fallen wir runter. Ah, ja, 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 ja. Ay, caramba. Perfekt. Wir dürfen natürlich nicht auf so einem Donutblock stehen bleiben. Gott, wie komme ich denn da durch? Das muss ja mega perfekt sein, das Timing. Nee. Also ohne den Gegentreffer wird das... Nee, oder doch? Krass, Ultra. Krass, Ultra. Und das am Ende sah auch noch mal ein bisschen gefährlich aus, was ich da gemacht habe. Auf dieser geraden Straße, aber... Absolut kein Problem für den Captain Toad Skiller schlechthin. Sollte ich nicht sagen. Nicht nach dem ersten Part des Projekts. Sehr schön. Kein Parapünktchen besiegt. Oh, ihr wollt's aber auch wissen, ne, Entwickler? Warte, ich werde jetzt auch gleich die nächste Seite einmal kurz umblättern, sobald wir mit dieser Bonusaufgabe fertig sind. Einfach nur, um zu checken, ob ich mir die Bonusaufgabe durchlesen kann, bevor ich das Level einmal beendet habe. Ich glaube nämlich, dass das nicht der Fall ist. Ansonsten bin ich einfach nur dauerhaft geistig behindert. Das kann sein, weil ich einfach mir nie die Bonusaufgabe durchlese und mir das einiges erleichtern würde. Ja. Aber das ist eh nur ein Marathonlauf hier. Das klappt auch ohne Probleme, wollte ich sagen. Und dann mache ich hier so eine Aktion.
So, das One-Up nehme ich aber mit. Ja, da muss ich jetzt eh nur noch hier durch. Da kann ich mich auch gerne einmal erwischen lassen, natürlich. Die Kamera ist gerade äußerst beschissen. Die Kamera war gerade äußerst beschissen. Ja, habe ich mich ruhig einmal treffen lassen können. Ist okay. Krass. Sehr schön. So, und wo versteckt man jetzt in diesem Level einen Pixel-Toad? Im nächsten Part können wir schon wieder mit einem Bonus-Game starten. Oder mache ich das offscreen? Nee, komm. Starten wir im nächsten Part mit einem Bonus-Game. Sind ja eh nicht mehr so viele Level. Gut, wo wäre ich, wenn ich ein Pixel-Toad wäre? Ich könnte mir zutrauen, dass sie ihn irgendwie so versteckt haben, dass ich, wenn ich eine Donut-Plattform runterfallen lasse, in der Nähe eines Blockes eher sichtbar wird. Das könnte ich mir zutrauen, deswegen schön die Augen offen halten, aber hier war nichts. Okay. Aber es gibt natürlich noch genug Möglichkeiten, genau das, ja. Ja, ich hoffe, beim Grünen war jetzt nichts. Sah jetzt aber auch nicht so aus, aber hier ist er. Alles klar, yeah. Die drei Pflanzen da oben. Gut, dann war's das aber auch für diesen Part. Hoffe, er hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich mega über einen Daumen hoch freuen hier bei Captain Toad Treasure Tracker. Und schaltet den nächsten Part wieder ein, wenn es in die Gruselvilla der vielen Türen geht. Und nein, wir sehen die Bonusaufgabe nicht direkt. Gut, ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Euer Ultra.